Lazo, ganz weird heute. Warum bin ich denn heute weird? Nee, ich muss ehrlich sagen, wir waren vorhin joggen, eine Runde. Und seitdem bin ich echt ein bisschen auch Lash. Es war sehr anstrengend. Und dass sie heute hier ist, ist eigentlich voll der Zufall. Weil eigentlich habe ich gesagt, ich stream abends noch eine Ründchen und dann bin ich demnächst fertig, ne? Ja. Und dann hast du auch endlich Feierabend. Ja. Warum lachst du? Oh, einfach so. Ach so, nee, die Frage ging jetzt eigentlich an Kevin. Ach so, okay, ich hab auch. Ich hab auch. Willst du noch was davon? Nee, danke. Ist ja komplett scheiße aus in diesem Licht. Hm? Ich hatte mal irgendwie, keine Ahnung, so nach dem Sport einen Livestream, das ist irgendwie nicht die beste Idee. Nach dem Sport? Ja. Warum? Was ist denn? Ich? Du? Ja. Warum? Du siehst doch top aus. Ach, danke, Nico. Du auch. Ich bin gerade so unglaublich müde. Warte, ich muss die Hausbase nochmal. Das ist, glaube ich, gut, dass wir heute kein Warzone zocken. Wir machen jetzt auch auf entspannt ein, zwei Runden H1Z1 mit den Jungs. Und dann ziehen wir durch, oder? Letztes Insta-Bild älter als meine Oma. Ey, ich muss echt wieder häufiger anfangen hochzuladen. Ich weiß, der vermisst den Insta-Content krass. Du vermisst meinen Insta-Content auch krass, ne? Ja. Finde ich gut, dass du ehrlich bist. Immer. Ryan Stecken. Mit 5 Euro. Jo, Brudi, machst du heute meinen Namen? Gönn dir, Bruder. Verstehe nicht, was er meint. Ich auch nicht. Wo stehen eigentlich, wie viele, also wo steht, wie viele Zuschauer du hast? Jungs. Weißt du das dann nie währenddessen? Ich guck das nicht nach. Okay. Falco mit 5 Euro. Gönn Gina ein Headset. Die Arme langweilt sich doch. Langweilt sie dich? Nein. Guck, sie langweilt sich nicht. Tanzpuppe mit 4 Euro. Schick mir Geld, Bruder. Nee, du hast mir gerade Geld geschickt, Digga. Kannst du das verstehen, dass es Leute gibt, die einfach hier Geld spenden, weil ich so verdammt hässlich bin? Und ich glaube, ich weiß, warum ich die Donuts nicht gelesen habe. Hier steht ja nur Scheiße. Dominik Frist mit 5 Euro. Danke, Gina, dass du wenigstens uns beachtest. Alter, Dominik. Dominik ist einer von der Sorte, der sich darüber aufregt, dass ich, während ich PUBG zocke und übel konzentriert bin, nicht auf den Chat eingehe. Ey, das Training hat mich komplett aus dem Leben gehauen. Ohne mich. Ich bin gerade so verklatscht, Mann. Warte. Genau. Warte, man sieht es nicht richtig. Warte kurz. Pass auf. Mhm. Jetzt wirst du gleich richtig impressed sein. Okay. Warte. Das wäre aber was ganz Neues. Jetzt wirst du gleich richtig impressed sein. Warte. Jetzt mach's gut auf. Bist du bereit? Ja. Okay. Und? Toll. Wirklich. Ja? Ja. Was will auch? Also wer jetzt diesen einen, irgendeinen Kopf Emote und dann die zwei... Ach komm, scheiß drauf. Danke. Das ist der richtige Emote-Chat. Ganz genau so sieht's aus. Pock Lazo in die Mitte und Oberarm links und Oberarm rechts daneben. So muss es sein. Sehr schön, Chat. Nicht die Stöcke, nicht die Stockarme. Du trainierst auch, ne? Ja. Arme? Hm? Arme oder was? Also generell, du trainierst halt. Ja, safe. Was trainierst du am liebsten? Po. Po? Ja. Kannst du uns mal ein Bild zeigen? Also jetzt nicht von deinem Instagram, sondern einfach, dass du auf deinem Handy hast. Das ist aber ein Instagram-Bild. Na, ist nicht schlimm. Darf man sowas zeigen? Ja, mal. Warte kurz. Na, darf ich nicht gucken. Die schreibt immer mit irgendwelchen Typen und ich darf nicht gucken. Mach ich nicht. Das. Darf man das sagen? Ja, aber da sieht man ja fast gar nichts von deinem Po. Sieht man da nichts von meinem Po? Aber man sieht nichts. Flop. Du hast es einfach mal geleakt. Mein Chat besteht einfach nur aus Geiern, ich kann es nicht glauben. Ja, okay. Ah, das ist ein Video. Du musst es gerade halten? Ja. Okay, dann zeig. Ah, nee, das sieht da scheiße aus. Komm. Aha. Komm, wir lassen. Bist du angerufen, hä? Ich weiß nicht warum. Ja, hat jeder von irgendwelchen Typen angerufen, Digga. Normal. Der eifersüchtige Nico. Ich bin nicht eifersüchtig. Nein. Ich bin froh, wenn du wieder weg bist. Max mit 5 Augen. Deine neue Mitarbeiterin hat das schönste Lächeln, was ich jemals gesehen habe. Max wieder am Schleimen, Digga. Unicorn mit 3 Euro. Immer schön aggressiv bleiben bei Warzone. Einer hat mir neulich einen Kommentar unter mein Video geschrieben bei Warzone. Der meinte zu mir, er schaut meine Streams übel gerne. Und ist immer am Start, er feiert die Reactions, er feiert,
den Beginn vom Stream ist er immer übelst gern am Start. Und immer wenn ich in Warzone reingehe, lief er den Stream, weil es ihn abfuckt, dass ich immer aggressiv bin beim Zocken, dass es ihn nicht entertaint und so. Ich verstehe das, dass viele das nicht juckt und auch viele, die kein Warzone zocken, dass das nicht so interessant ist für diese Leute. Aber ich sage euch eine Sache von meiner Perspektive aus. Ich habe in Warzone extrem viel Spaß und ein Game, das ich sehr, sehr gerne reinsuchte, auch wenn es viele Probleme hat. Und alter Fritte, Bruder, Kuss für 10 gegiftete Subs, Ehrenmann. Bedanke dich bei Fritte. Dankeschön, Fritte. Für? Ich hab's noch mitbekommen. 10 Community Cups. 10 Community Cups. Danke dir, Fritte. Ich habe Maxi durch Warzone kennengelernt. Maxi, ein unglaublich korrekter Typ, Digga. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich würde Warzone allein dafür zocken, dass man zusammen mit Maxi einfach irgendeine Art und Weise Content hat für den Stream. Weil Maxi einfach ein Ehrenmann ist. Maxi ist ein richtig korrekter Typ. Einer der besten Kollegen, die ich auf Twitch kennengelernt habe, no joke. Und allein für den würde ich Warzone zocken. Und gleichzeitig macht es mir halt noch übelst viel Spaß, selber Warzone zu zocken, privat. Und deswegen ist für mich so eine Sache, ey, ich zocke im Stream einfach Warzone, weil es mir Spaß macht. Wenn ein Game kommt, das irgendwie geil ist, besser ist oder was auch immer, dann zocke ich auch gerne das. Aber ja, was soll ich euch sagen? Heute gibt es halt einfach mal PUBG und H1Z1 mit Papa Platte und Sascha. Auch mal was anderes. Man soll ja immer das machen, was man fühlt. Und glaub mir eine Sache, wer sich bei dem Game die Hand bricht, der fühlt das Game anders. Ach, das war während dem Zocken. Das war bei Warzone. Hast du den Clip nicht gesehen, wo ich mir die Hand gebrochen habe? Du hast mir einfach gesagt, du hast auf den Tisch gehauen. Wahrscheinlich war es dir peinlich. Nee, ich habe auch wirklich auf den Tisch gehauen. Ja. Immer. Du musst gucken. Ja, ich habe mich gegen den Tisch gehauen. Bisschen unglücklich. Ja. Und da war es das gewesen. Shit. Ob ich es gleich realisiert habe, ich habe gewusst, dass was nicht stimmt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es gebrochen ist. Sag mal, warum bin ich denn so anders, Lash? Holy shit. Weck mich mal auf. Mach mich mal wach. Wie? I don't know. Kriegst eine Wachwerdung noch? Oh ja, jetzt bin ich richtig wach. warum Dorn mit 3 Euro? Wie ist ihr Insta-Name? Fragt für einen Kumpel. Sie möchte gerne privat unterwegs bleiben. Ihr ist es ein bisschen unangenehm, wenn ihr Leute auf Instagram schreiben. Alter, C-Ray mit 500 Bits, sehr sympathisch, Mädel. Wifey Material. Also ganz kurz, ich will immer eine Sache sagen. Erstmal, warum fokussiert die Kamera dich und nicht mich? Hallo? Hallo, ich muss hier fokussiert werden. Ah, scheiß drauf, Digga, Kamera hat keinen Bock auf mich. jetzt sag ich mal eine Sache. Das ist nett, was du für Worte an sie richtest, okay? Genau. Aber woher willst du wissen, nach 10 Minuten zuschauen oder einer Stunde zuschauen, ob sie Wifi-Material ist? Es kann auch sein, dass sie in Wirklichkeit übel scheiße ist, oder? Das könnte sein. Ja. Könnte sein, oder? Ja. Ey, da donate mir einfach einer Geld und sagt, check mal die und die auf Insta aus, während ein Mädchen neben mir sitzt. Digga, das kannst du doch nicht machen. Das musst du mir schicken, wenn sie wieder weg ist. Stefan aka Nubel, auch nochmal mit 5 Community Cups. Was für ein absoluter Ehrenmann. Kuss geht raus an Stefan aka Nubel. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Sehr gut. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt, tatsächlich sehr, sehr lustig, beim Bewerbungsgespräch heute. Denn sie hat sich beworben auf die Stelle im Support. Und da haben wir uns dann heute persönlich im Bewerbungsgespräch kennengelernt. Und sie meinte, sie hat nichts dagegen, wenn Ina Marina nochmal 10 Community Cups raus. Ina Marina. Kuss geht raus. Ina Marina, Kuss geht raus. Absolute Süßgöttin. Vielen, vielen Dank dir, Ina Marina, für 10 gegiftete Subs. Holy shit. Was geht denn hier gerade ab? Heute Bewerbung und direkt Gym. Lubex, wir waren nicht im Gym, wir waren joggen. Und mir ist es vor allem wichtig, meine neuen Mitarbeiter vor allem beim Sport kennenzulernen. Weil wenn ich sehe, die sind sportlich aktiv und sind einfach sportlich aktiv, dann sehe ich einfach, dass sie einfach sportlich aktiv sind. Okay, gib mir das Headset, wir gehen rein. Alter, und Pandi United, auch nochmal mit 5 gegifteten Subs. Wirklich sehr, sehr ehrenhaft, dass ihr gerade so viele Subs gegiftet habt. Kuss geht raus an die, oder? Ja. Sehr, sehr geil. Danke euch. Karl mit einem 5. Nico, du Idiot.
Die sieht dich an wie Winnie Pooh einen Honigtopf. Nee. Okay. Da verstehe ich jetzt nicht ganz, was das bedeuten soll. Wie ich das auffassen soll, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wollen wir uns hier noch einen Booty-Workout von der Salome angucken? Komm, lass es. Du und ich morgen hier mit dem Dual-Stecker können ein, zwei Videos noch angucken. Bisschen Scheiße labern, okay? Dann setzt du dich auf die Couch und Daddy spielt Warzone. Ich fand sie eigentlich ganz gemütlich. Und du setzt dich auf die Couch und Daddy spielt Warzone. Okay. Was ist denn jetzt los? Nichts. Also Mitarbeiterinnen, die halten sich hier mal ein bisschen fern von mir. Das geht ja keinem gar nicht sein. Eine gewisse Diskretion am Arbeitsplatz muss auch gegeben sein, ja? Ja. Alter, und Mr. Bean, schau doch noch mal 5 Community Cups aus. Absolute Ehre an Mr. Bean. Sehr, sehr geil. Danke dir, Digga. Ehre, Mann. Okay, in diesem Sinne. Ich wünsche einen schönen Abend, lieber Chat. Wir sehen uns morgen gegen 19, 20 Uhr. In alter Frische natürlich.